Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen Car Duplication Glitch zeigen. Ja, mit diesem Car Duplication Glitch könnt ihr euch im Minutentakt die Autos duplizieren. Ja, was braucht ihr für den Glitch? Ihr braucht dafür auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr iFood-Kennzeichen. Ansonsten wären das alles schmutzige Kopien. Und ja, ebenso benötigt ihr noch eine Basis. In der Basis muss sich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall halt ein Weenie Easy, komplett aufgetuned. Und dazu benötigt ihr noch so viele Elegies, so viele Kopien, wie ihr euch erstellen wollt. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Begebt euch zunächst zu einem Elegy, steigt dann einmal mit eurem Freund in den Elegy ein. Fahrt dann aus der Basis raus. Ist wirklich ganz wichtig, dass ihr mit eurem Freund aus der Basis rausfahrt, weil sonst wird der Glitch leider nicht funktionieren. Und als nächstes müsst ihr einmal die Fahrerseite blockieren. Wenn ihr jetzt hier nichts habt, wo ihr die Fahrerseite blockieren könnt, dann muss euer Freund einfach mal ein Auto von sich anfordern. Den Fahrzeugzugang, den stellen wir auf Beifahrer. Blockieren dann einmal die Fahrerseite. Lassen unseren Freund dann einmal einsteigen. Wir begeben uns dann wieder zurück zur Basis. Wir laufen jetzt zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen, in meinem Fall halt zu dem Weenie Easy. Einmal einsteigen, drücken einmal Steuerkreuz nach rechts, irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern, Fahrzeug wieder verlassen und dann werdet ihr sehen, dass ihr schon die erste Kopie erstellt habt. Ja, um die zweite Kopie zu erstellen, müsst ihr euren Freund wieder in die Basis einladen, begibt euch wieder zu einem Elegy, einmal einsteigen, den Freund auch einmal einsteigen lassen. Als nächstes fahren wir wieder aus der Basis raus. Draußen angekommen, wieder die Fahrerseite blockieren. Dann steigen wir aus, unser Freund bleibt einfach im Auto sitzen. Wir begeben uns dann wieder zur Basis. Laufen jetzt wieder zu dem Auto, was wir uns duplizieren wollen. Drücken Steuerkreuz nach rechts, wieder irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Fahrzeug wieder verlassen und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt auch schon die zweite Kopie haben. Und ja, so könnt ihr euch permanent die Autos duplizieren. Nur ganz wichtig, ihr benötigt iFood-Kennzeichen. Und Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.